Hey Leute und hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Update zum 3.1 V3.1 Update. Ja, es kam leider ein bisschen spät, aber ja, eigentlich so spät ist es ja gar nicht. Denn ja, ich muss sehr viel Schule machen. Am Freitag, Mittwoch noch ein Klassenarbeit, zwei LKs, ein Vortrag und zwei WÜs sind wöchentliche Übungen, die benotet werden so. Ja, dann haben wir ich aber nun kommen wir zum Update. Also jedenfalls gibt es neue Autos, wie ihr bestimmt gerade schon gesehen habt. Den Falcon Travel ist eigentlich Ford S-Max. Ja. Und an diesem Auto finde ich geil, weil ich hatte mir gewünscht, dass man Ford reinkommt. Jetzt ist er endlich drinne. Deswegen freue ich mich da halt sehr drüber. Ich weiß auch gar nicht, wie schnell der werden kann. Auf jeden Fall freue ich mich sehr drüber, weil persönlich, also ja. Ich habe noch kein Auto, aber so meine Familie und ich, das ist so unser Familienauto. Also wir fahren immer mehr, also das ist sozusagen unser Auto. Also das gehört mir, ja, so sage ich mal mein Vater, aber halt so, das ist unser Auto. Halt nicht als Polizeiwagen, sondern halt so ein echt. Deswegen finde ich es auch sehr geil, dass es jetzt drin ist. Ich weiß aber gar nicht, ob man den jetzt auch hier kaufen kann. Ich würde sagen, das gucken wir auch gleich. Und dann lese ich euch mal noch die anderen Sachen vor, die beim Update jetzt neu sind. Natürlich ist auch ein sehr schönes Auto. Also wir sehen ja auch, ist gut gemacht. Hier vorne ist es, glaube ich, ein bisschen flach. Natürlich das Logo fehlt. Innen steht auch nicht erstmal, aber ich glaube, sonst ist. Also wenn man es hier sieht, das ist, glaube ich, nicht ganz so flach. Es ist schon flach. Aber irgendwie der Übergang ist mir zu flach, glaube ich. Das passt irgendwie nicht ganz, aber von hinten ist sehr gut gemacht natürlich. Und das ist jetzt auch mein Wunsch. In Erfüllung gegangen ist das, finde ich auch sehr geil. Also, das heißt, ich weiß halt nicht, ob es auch von mehreren Wünschen war. Auf jeden Fall, ich wollte einen Vortrag haben. Also, jetzt sind wir beim nächsten Tool. Bei Einstellungen können wir jetzt Auto-Start-Wrenches. Also jetzt ist wieder ein Change Background. Da kannst du jetzt auswählen, willst du den hier haben. Aber jetzt tut man auf jeden Fall erstmal die neuen Video. Was sage ich schon neuen? So, wo ist er? Den gibt's auch. Er ist gar nicht mal so teuer. Ich überlege, ob ich mir ihn dann hole auch. Und wo ist der? Ah ja, hier. Der ist teurer als der Lambo. 730 km. Ihr dürft jetzt mal unten in den Kommentaren abstimmen, sollen wir uns den Bugatti holen oder den Bentley. Weil den Bentley DT, den finde ich auch schon sehr geil. Aber Bugatti wäre auch sowas, aber Bentley ist halt so zivil. Also wir haben halt, ist auch nur ein Zweisitzer, aber ich weiß ja nicht, wer so krasser ist. Aber ich denke, irgendwann werde ich mir auch hier, wo ist er? Den hier wahrscheinlich holen, weil es ist einfach. Den muss ich einfach haben, sage ich mal. So, jetzt gucken wir kurz bei dem anderen nach. So, jetzt sind hier auch einmal die Updates. Jetzt hört man meinen Hintergrund. Egal. Der Winter ist ausgebrochen, ne? Bergdorf. Ja, ist jetzt mit Schnee betreten. Zugverkehr hält jetzt an Bahnhof. Ja, nee, das Juwelierhafen. Zugmodell Intercity. Der nicht an. Ebenfalls verbessert. Neue Fahrzeuge. Halt wieder, ne? Für Bürger hinzugefügt. Für Polizei und Bürger hinzugefügt. Genau. Einschalt-App. Das war, was ich euch gezeigt habe. Achso, Taser wird das jetzt unten angezeigt. Massive Leistung. Genau. Fehlerbehebung. Ja, jetzt ist hier noch ein bisschen Fehlerbehebung. Ist jetzt aber nicht funktioniert. Ja. Jetzt. Ah ja, starten jetzt sofort. Seit Ampeln blinken jetzt nur noch an der Seite, die Vorfahrt gewähren müssen. Hä? Auf den Seiten, wo. Ah ja, okay. Warnleuchte. Das ist nochmal eine Warnleuchte. Ach, da oben, ja. Was haben sie ein bisschen heute? Ach, jetzt gibt's auch noch HP für Polizisten, das ist natürlich gut.
Okay, das haben die jetzt auch hier beho, also dass auf Farmladen unterschiedlich ist, halt je nach dem Angebot auf der Farm. Und natürlich verbessertes Navigationssystem. Gut. Hier blende ich euch jetzt nochmal ein mit dem Taser. So, hier seht ihr das, wie gesagt, mit diesem Taser. Jetzt habe ich gerade auch noch einen Fan gefunden. Auf jeden Fall, da steht Change It. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel den Dude hier Taser. Ich tue es dem Polizisten, aber ich weiß. Ja, auf jeden Fall, ich tue Taser jetzt einfach mal den Polizisten von. Seht ihr? 13 Sekunden, 10, 9. Also man sieht jetzt wenigstens den Timer, weil manchmal weiß man sonst nicht, wann er wieder geht. Finde ich auf jeden Fall sehr nice. Und dann würde ich sagen, das soll es mit dem Video gewesen sein. Haut rein, Leute. Ciao, bedau. Zombie Apocalypse.